Ich muss aber schon mal sagen, dass man immer Katapulte haben so. Ach, das ist ja ganz arm. Apropos Katapulte, ich eröffne den Kampf. Wie gesagt, es haben sich viele, viele Untote über diese Brücke gequetscht, nach und nach. Natürlich hat man auch ein paar Arbeitsdämonen genutzt, die dann sich Galahad-mäßig über diesen sehr großen, sehr breiten Fluss legen. Das kostet natürlich viel Kraft, viel Zeit, aber die Untoten können dann nach und nach eben darüber strömen. Was dann den Kampf eröffnet, ist die Artillerie. Ganz hinten. Die Artillerie fängt dann langsam an, sich einzuschießen. Also so langsam, dass dann Brandgeschosse und Munition herüberfliegen, die dann erstmal die Ziele antasten. Von hier hinten, man schießt dann erstmal hier ein bisschen auf dieses Feld, justiert dann ein bisschen nach und die Angst der Soldaten steigt dann natürlich gerade, wenn sie dann hier stehen, aber das eigentliche Ziel ist dann die Mauern von Wehrheim. Während das dann passiert, könnt ihr sehen, dass, und das ist das Erste, Untote von hier oben aus dem Wald strömen. Zunächst sind es nur ein paar Zwerge. Ein paar Zwergenpioniere, die auch der Feind hat, und zwar Dunkelzwerge. Die werden sich genau vor eure Einheit stellen, vor die Basaltfaust und vor die Dukatengarde und beginnen jetzt hier damit Gräben auszuheben. Das ist das Erste. Die werden euch auch nicht bemerken, solange ihr da in dem Wald drinne hockt. Das sind nur wenige Meter entfernt, die interessieren sich nur gar nicht für das, was ihr tut, für das, was ihr treibt und ja, da werden dann eigene Gräben ausgehoben. Das ist so der Plan, den Rassasor wohl verfolgt oder Galotta. Entschuldigung. Hier kommen sie auf jeden Fall nicht durch. Genau, da kommen wir nicht durch. Danach könnt ihr erkennen, wie aus dem Wald hier zwei Einheiten Tatzelwurmreiter herauskommen. Also 2x2 sind 4 Drachenjäger. Das sind keine Einheiten, die Drachen jagen, sondern die auf Drachen jagen. Die sitzen also auf diesen Tatzelwürmern, das sind 4 Stück und die verschanzen sich hier oben in den Hügeln, versuchen dann also diesen Bereich erstmal selber zu halten. Wenn ihr dort nicht säßet, wüsstet ihr nicht, dass sie da sind, aber dadurch, dass ihr ja, sie zunächst erstmal hört, dass sie da Position einnehmen, hier hinten könnt ihr sie nicht mehr sehen, sie werden auf alle Fälle hier warten. Und dann könnt ihr sehen, wie eine weitere Einheit hier oben im Norden Stellung aufnimmt. Und zwar Kavallerie. Das ist der Punkt, an dem wir jetzt aktuell sind. Es ist ungefähr eine Stunde vergangen. Die Pioniere sind mittlerweile ein bisschen fertig, haben da ihre Gräben nach und nach ausgehoben und stellen sich genauso wie eure Pioniere erstmal dahinter und warten. Hier haben wir Kavallerie, die wartet hier auch im Schatten der Bäume. Die Basaltfaust hier oben erkennt wohl, die warten da ein bisschen länger und warten auf einen Entsatz, der von hier kommt. Wird allerdings zumindest so, wie es geplant hat, wird er von hier nicht kommen. Aber sie sitzen hier im Schatten der Bäume. Ja, während sich die Artillerie einschießt, rückt die erste Formation und Rote nach vorne. Hier in den Marschen muss die Infanterie natürlich etwas zurückweichen, muss dann natürlich ja, sich dem Gelände anpassen. Hier stolpern die ersten in die Häuser. Ich muss gerade mal schauen, wie viele Häuser sind das? 1, 2, 3. Nehmen wir diesen hier einmal weg. Der ist weg. Der ist weg. Machen wir noch einen zweiten weg. Dann können wir da die Lichter aufheben und sagen, diese Häuser sind weg. Schutt und Asche. Haben die gerade 600 Untote quasi mitgebracht? Ja, also ja. Ich hab ja gesagt, das sind irgendwie 200 Einheiten, die laufen einfach ziemlich dicht beieinander. Da ist jetzt zumindest erstmal eine kleine Lücke gerissen. Ihr könnt aber sehen, dass im Hintergrund weitere nachströmen und in die jetzt gerissene Lücke wieder rein versetzen. Gut. Ich muss gerade. Den Magier, den du da benutzt, habe ich auf dem Con gesehen. Funken Lab. Ja, Julian. Ach, den kennst du? Das ist ein Mitarbeiter von Ulysses. Ein freier Redakteur. Der schreibt Abenteuer. Dann gebe ich gerade nochmal weitere Untote frei.
Dann geht's nicht hier. Ja, sehr gut. Ja, eins, zwei, drei. Nehmen wir die mal weg. Nein, nehmen wir den auch noch weg. Ich bin großzügig. Dann können wir die Zeichnung entfernen. Und wir schieben die Infanterie hier nach und nach rein. Das ist natürlich wie bei den Schlachtern in Thermopylen. Da, wo dann eine Überzahl bedeutungslos ist, wenn ja 300 Leute reichen. Gegen die persische Armee. Schöner Plan, schöne Idee. Erst einmal kommen sie nicht über die Gräben. Zumindest nicht die normale Infanterie. Hier können wir jetzt einfach mal exemplarisch das Schlachtensystem ausdefinieren. Während andere Leute nachrücken. Gucken wir uns das mal an. Alles klar. Von der Mitte her, die soll bisher einfach nur mal halten. Genau. So, dann schauen wir mal nach oben auf die Tabelle. Eure Männer sind einfache Infanteristen. Sie verfügen über eine Moral 5, Professionalität 4. Habe ich schon mal eingetragen, das ist das Grüne hier, ne? Könnt ihr sehen. Steuerung F, könnt ihr sehen. Sehen wir. 5 und 4. Meine Untoten haben einen Professionalitätswert von 1, also wie frisch ausgehobene Landwehr. Und eine Moral, die durchschnittlich ist, sie ist eigentlich nicht relevant. Untote fliehen nicht. Dann... Ihr verfügt über grobe Informationen über die Größe, über die Zusammensetzung des feindlichen Heeres und über das Vorhandensein von Verteidigungsanlagen. Ich habe nur Wissen über Wehrheim, nichts über Fallen. Ihr habt kein Wissen über irgendwelche anderen Fallen. Haben sie einfach nicht. Also ist für beides eins. Dann kämpfen wir, die Untoten, kämpfen in Überzahl. Wir sind mehr als 75%. Und ihr kämpft in der Unterzahl. Das können wir uns gleich schon mal angucken. Das ist der erste Modifikator, den wir uns aufschreiben für eure Kriegskunstprobe. Meine Kriegskunstprobe ist meine ist erleichtert um 12 und eure schon mal erschwert um 18. Juhu. Dann, aber wir kriegen schon eine Erleichterung von 1. Warte. Jetzt kämpfen wir im offenen Gelände. Das ist eine minus 1. Dann sind wir nicht im Wald. So. Offenes Gelände ist eine minus 1 für mich und minus 1 für euch. Dann die Differenz Moral pro Punkt. Moral ist, ja, ihr habt 5, ich habe 4, das ist ein Punkt. Und ein Punkt Moralunterschied gibt 2 Punkte für euch Erleichterung. Ist also für euch eine minus 2. Für mich ist es gar nichts. Dann Professionalität pro Punkt 3 Punkte und ich kämpfe auf der 1, ihr auf der 4, das sind 3 Punkte und 3 mal 3 sind 9, das heißt ihr habt eine Erleichterung von 9 Punkten. Dann verfügt ihr über eine Geländekunde, ihr verfügt über eine Ortskenntnis und ihr verfügt nach schlechtes Wetter, ich habe jetzt erstmal das Wetter rausgelassen, Geländekunde und Ortskenntnis, die habt ihr auf alle Fälle, das sind auch nochmal 6 Punkte, die ihr bekommt. 17 mit dem offenen Gelände 18, mit der Erleichterung für die Information 19, plus 18 für die Überzahl, macht eine minus 1 auf die Probe. So, dann gucke ich gerade mal, dann schauen wir uns hier die Waffengattung an. Ihr seid leichtes Fußvolk, im offenen Gelände ist eine plus minus 0. Ist also egal. So, das heißt, ihr würfelt eine Kriegskunstprobe mit eurem Heerführer. Der Heerführer hat eine, das gebe ich gerade mal bei Fantasy Grounds frei. Machen wir das für den ganzen Block oder machen wir das für jede einzelne Infanterieblock? Nein, wir würfeln jetzt einmal exemplarisch, damit ihr ungefähr seht, was das für ein Hauen und Stechen wird. Wir haben ja in der Front jeweils jede zweite Einheit eine Spezialeinheit. Darunter die Golgariten und die Bandstrahler. Modifiziert das unsere Probe irgendwie? Warte kurz. Das können wir uns gleich, wie gesagt, alles ansehen. Also, soll ich dann gleich mal werfen? Ja, machen wir gleich. Kannst mal bei Fantasy Grounds. Ja. Da ist ein Q5. Ein Q5 Meisterperson ist freigegeben. Die hat alle Attribute auf 15 und das Talent, auf was wir würfeln, ist bei Wissen, ist das, ne? Ja, das Wissen. Mhm. Kriegskunst. Alles klar. Ist gerade frisch eingegeben. 12er Wert. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf was Kriegskunst gewürfelt wird. Ist aber auch egal, weil alle Werte auf 15 sind, deswegen... Ich glaube auf Mut, Klugheit, Charisma. Ich glaube auch. Kannst du aber mal Doppelklick auf Kriegskunst machen?
Klar, der hat aber momentan, also der THW von 12. Genau. Hat nicht gesagt 15 gehabt? Nein, 15 war eigentlich alles auf 12. Die Attribute sind auf 15. Ja, Mittelreicher haben halt nicht so gute Strategien. Ja, so, die Probe war erleichtert um 1, das heißt, ihr behaltet eure maximalen THW übrig und das sind 12 Punkte. Jetzt habe ich eine Probe minus 12, minus 1, das war's. Also einfach eine Probe minus 13. Mein Heerführer, den ich jetzt aber allerdings habe, ist ein Untoter und der verfügt nur über eine Qualität von R3. Das ist irgendwie ein kleiner Nekromant oder sowas, irgendwer, der nicht wirklich bedeutend ist. Der hat alle Werte auf 13, beziehungsweise die Attribute auf 13 und sein Wissenstalent ist auf 7. Kriegsgunst. Das, warte mal, ich gebe die gleich auch mal frei und dann darf Tairon würfeln. Machen wir das mal. Eine Doppel 20, das wird schön. Warte, ein Patzer kriegt er nochmal eine Erschwernis oder sowas. Q3 habe ich gesagt, ne? Eigentümer löschen. Gelöscht. Gut, dann kann sich Tairon kann sich mal bitte die Q3 Meisterperson nehmen und dann kannst du bei Talente, Wissen, kannst du dann Kriegskunst einmal doppelklicken. Ist eine Probe erleichtert um 13. So, dann habt ihr... Ach, ich würfel gerade für den Feind. Genau, du würfelst gerade für den Feind. Mit einer Erleichterung von 13 bleiben mir aber alle Punkte übrig. Es sind 7. Ihr habt 12 übrig, die Differenz ist 5. Es tut mir leid, Leute. Dann schauen wir mal. Ja, das ist halt so. So, Differenz ist 5. Das heißt, wir nehmen hier einen Verlust von, sagen wir, 65-70%. Auf meiner Seite sind 70% Verlust. Und ihr habt eine plus 5. Muss ja dann so ein Verlust sein von 25. Ihr habt 25% Verlust. Aber, ganz wichtig, das ist keine reinen Verluste, sondern nur ein Drittel davon stirbt, ein Drittel davon flieht und ein Drittel davon... ist verletzt. Ja, also ein Drittel macht weiter und so weiter. Flucht haben wir aber nicht, weil die Moral hoch genug ist. Das heißt, wir haben jetzt ein Banner, sind 50 Leute. Davon nehmen wir 25%, das heißt mal 0,25 sind 12 Leute und davon ist jetzt ein Drittel weg. Das sind 4 Leute, die jetzt sterben. 4 Leute, die jetzt wirklich bei einem solchen Gefecht ja wirklich tot sind. Die anderen sind verletzt und machen trotzdem weiter. Und das ist das, was ich sage. Klar gibt es irgendwo Verluste, aber... bei den Untoten auch. Ich verliere ja 70%. Ich muss jetzt weiter anlaufen. Das ist jetzt ein normaler Krieg, eine normale Schlacht mit Infanterie gegen Infanterie. Jetzt können wir uns mal ansehen, wie das aussieht, wenn jetzt die Bandstrahler kommen. Die sollen auch ordentlich mit Moral reinholzen. Die also ich habe ja die Bandstrahler und die Golgariten relativ vorne postiert, damit sie die erste Front moralisieren können. Ja, das ist ja wirklich, das ist ja wichtig, haben wir ja vorhin so besprochen, genau. Gut. Auch hier gilt wieder für mich, die Kriegskunstprobe ist, weil ich in Überzahl bin, und zwar komplett, ich bin eigentlich immer in Überzahl. Ich bekomme immer einen Modifikator von minus 13, immer, jedes Mal. Beziehungsweise, ja genau, könnte aber auch noch mehr passieren. Ihr bekommt jetzt auf alle Fälle mehr Punkte, weil eure Moral ist jetzt für einen Bandstrahler nicht 5, sondern 7. Fanatic. 3 mal 2 Punkte sind minus 6. Also erstmal eine plus 18, minus 6. Dann ist die Professionalität von euch bei den Bandstrahlern nur 6, nicht 7. 6 mal 3 sind, beziehungsweise 6 mal 2, 3 mal 2, so rum, sind wieder 6 Punkte. Das sind eure Bandstrahler. Auch die haben eine Professionalität, die haben eine Geländekunde, das ist nochmal eine minus 3, dann haben sie eine Ortskenntnis minus 3 und sie sind kein leichtes Fußvolk, sondern sie sind schweres Fußvolk und auf einem offenen Gelände nochmal eine minus 3. Dann haben wir eine Kriegskunstprobe, die erleichtert ist um 3 und die Bandstrahler sind dann kein Q5 mehr, sondern der Heerführer ist dann ein Q7.
Wer möchte Q7 haben? Ja, ich kann auch nochmal Q7. Wobei, ich bin schon Q5. Dann kann Taheron wieder nehmen. Ja, wobei, der hat auch Q3. Ich hab ja schon Q3. Brego ist nicht connected. Dann kann einer von euch beiden... Gut, dann nehme ich das noch. Wie mache ich das? Ja, wieder oben auf die Heldin klicken. Dann nimmst du den Q7. Jawohl. Gehst wieder auf Talente. Wir hatten doch vorhin eine Differenz von bei uns von 1, richtig? Also genau. Minus 1. So, wenn wir jetzt aber eine Moral von 7 haben und die Differenz der Moral zum davorigen minus 2 ist, dann müsste das jetzt schon eine minus 5 sein. Und wenn wir dieselbe Differenz auf die Kompetenz legen, im Verhältnis von minus 3, dann kriegen wir 6 oben drauf, dann müsste das eigentlich eine minus 11 sein. 5 und einmal 4. Ihr habt einmal 5 mehr und einmal 4 mehr. Wir gemessen an der Probe vorhin hatten wir eine minus 1. Jetzt kriegen wir 4 Punkte dazu. 4 sind 9. Genau. Genau. Das ist dann minus 10 dann. Oder? Eine 10er Erleichterung wäre das. Doch, 10 passt schon. Genau. Plus, schweres Fußvolk ist im offenen Gelände eine minus 3 statt minus 1. Richtig. Macht eine 12er Erleichterung. Nur den würfel ich einfach mal. Werdet ihr wahrscheinlich auch wieder alles, übrig behalten. Genau, das sieht schon mal ganz anders aus. Das ist, wie gesagt, jetzt einfach nur, um mal dir zu demonstrieren, wie Bandstrahler im Gegensatz zu einfachen Infanteristen reinhauen. Wir brauchen noch eine Probe von Taheron, die Q3. Die ist um wie viel erschwert? Das ist erleichtert um 13. Erleichtert um 13, sonst nichts, wegen Moral. Genau, ist alles egal, immer das ist das Gleiche. Kannst also wieder die gleiche Probe würfeln. Da ist eine 19 dabei, aber wir behalten trotzdem unsere 7 Punkte übrig. Rechnen wir einfach mal die Differenz. 11 Punkte für mich. Ja, 80% würde ich sagen, ne? Oder hier so 82%. Ja, sind sogar mehr. Sind 85% Verlust. 85% Verlust für mich. Und ihr habt eine plus 11. Das heißt, ihr habt Verluste von 15%. 15% Verlust. Das sind ja, das sind sehr, sehr wenige Bandstrahler nur, oder? 50? Das ist eine 50er Einheit. Das heißt, 15 mal 0,125. Ist das richtig? Ja. 15. Gut, du hast gerade 25 genommen. Ja, es sind halt 6 und davon ein Drittel sind 2 tote Bandstrahler. Genau, wie ich es gerade gesagt habe. Genau, das heißt, die schnetzeln sich durch 200 Infanteristen und 2 bleiben halt auf der Strecke. Das mal so als Erklärung zu den Schlachtenregeln. Dann gucken wir mal, was weiterhin passiert. Infanteristen rücken hier weiter vor. Wir kommen da aber nicht durch die Lücke. Entschuldigung, das wollte ich nicht verschieben. Genau. Nee, wollte ich nicht aus Versehen. Gut, da passiert ganz lange nichts. Da kommen nur noch neue, ganz viele Infanteristen. Sag mal, Frosty, wenn der eine Bandstrahler-Einheit 200 Leute wegschlägt, dann kannst du auch gleich eine Einheit entfernen. Ja, wie gesagt, für Leute, die nach- und vorrücken, die können wir hier alle irgendwie ein bisschen entfernen. Wenn ihr auf der Stelle, auf der Position bleiben mögt und nicht ausbrechen wollt, dann rücken halt neue nach. Ja, passt schon. Wir halten die Stellung. Genau. Das Erste. So, dann gibt es Bewegung. Die Heerleitung findet das natürlich gar nicht so klasse und schickt schwere Kavallerie los. Schwere Kavallerie. Okay, ich würde gerne mit dem Magier hier reagieren auf die Kavallerie. Ja. Was können wir eigentlich uns Magier? Wolltest du nicht oben sein? Ihr habt gerade nichts gesagt, ist ein Vorschlag. Passt schon, ist okay. Was können eigentlich unsere Magier? Die können quasi genau das Gleiche, sind eben in diesem Schlachtensystem, sind sie mit Q7 angegeben, beziehungsweise, was habe ich hier gesagt? Professionalität ist 6 und Moral ist 6. Wir sind also nicht so gut wie die Geweihten. Quasi gelten als Fernkämpfer. Du kannst sie eben auch als Fernkämpfer versuchen zu benutzen. Das deckt aber das Schlachtensystem deckt das nicht ab. Nee, das Schlachtensystem deckt nur ab, ob sie sich berühren oder nicht berühren. Genau, richtig. Genau.
Moment mal, die kommen mit schwerer Kavallerie an. Ja. Aber es ist Infanterie vor ihnen. Macht die Infanterie Platz für die schwere Kavallerie? Glaubst du, das interessiert die Untoten? Das sind die Tentaklophanten. Guck genau hin. Die Untoten kümmern sich, wie gesagt, nicht um Moral, um Mannstärke, die walzt die anderen. Marschieren. Die marschieren. Im Grunde tun also, die uns gerade einen Gefallen und trampeln einmal über die Feinde. Das ist richtig gut. Also, gibt es jetzt Verluste unter den Feinden oder gibt es keine? Ja, ja, klar, also die ganze Zeit irgendwelche toten Infanteristen. Wenn übrigens die schwere Kavallerie so kurz vor knapp auf unsere Infanterie trifft, können wir dann die Horasier aktivieren. Sollten die Balestrines oder irgendwas haben, was also gut schießen kann, was auch gut reinballert, dann sollen die da auch nochmal dem Magier mithelfen. Gut mitgedacht. Aber ich glaube, die Frage, die Dings von hatte, war, wenn die schwere Kavallerie über die Toten zieht, ob die dann eigene Verluste durch Friendly Fire haben. Ich glaube, das war seine Frage. Ja, wie gesagt, werden sie haben, aber für Tote, die sterben, kommen Tote nach. Dann kommt das nicht so wichtig. Ich hatte das die Frage beantwortet. Ich habe mir das schon so gedacht, aber ich wollte nochmal für, weil die Frage im Raum war und nicht so. Ja, dann würden wir gerne mit den Magiern und den Horasier auf die schwere Kavallerie reagieren, möglichst bevor die erste Frontberührung stattfindet. Und mit diesen Magiern auf diese schwere Kavallerie, die gerade hier reinstürmt. Gut, dann berechnen wir erst einmal eure... Was ist das? Wir schauen erst einmal auf eure Gewinne, also das, was ihr mir Verluste reißt. Und danach schaue ich mir an, wie mein Überzahlbonus noch gegen euch aussieht. Das machen wir einfach mal so, dann decken wir so den Fernkampf ab. So, was habt ihr gesagt? Ihr habt die Horasier, ne? Genau, und die Magier. Magier, dann rechnen wir einfach Q6, P6. Also Qualität und Moral. Beides auf 6. Dann wird von der 12 hier von Hand 5 abgezogen, wenn wir gegen Maler und Rute zählen. Ja. Aber die Kavallerie wird ja auch nochmal einen Modifikator geben, weil sie ja besser sein wird als die normalen Untoten, richtig? Ja, richtig, genau. Die schreitet mit 7-7. Das heißt, da bekommt ihr keinen Bonus, sondern ich bekomme einen Bonus. Ich bin aber nicht mehr in der Überzahl. Jetzt bin ich nicht mehr in der Überzahl, weil die schwere Kavallerie ist nicht mit 200 Leuten, die anreiten, sondern nur 20. So, einen Moment. Ich bekomme für meine 7, ich habe einen Punkt mehr als ihr, das sind einmal 2 Punkte für mich, Minus und Minus 3 Punkte. Ihr habt aber durch die Geländekunde habt ihr eine Minus 3 und nochmal eine Ortskunde Minus 3. Wie viele Leute habt ihr da? Horasier sind 50 und die Zauberer sind 10. Ja. Gut, das heißt 60. Das heißt eine leichte Überzahl. 60 gegen 20. Könnten wir da dann auch noch also 40, Magier, die in der Mitte sind, noch hier rüberziehen? Die behindern sich da ja auch selber so ein bisschen. Also machen wir einfach mal 60 gegen 20. So, 60 gegen 20, dann seid ihr mir dreifach überlegen. Das heißt, ihr kriegt eine minus 12. Und ich bekomme aktuell noch eine plus 18. Plus 18. Minus 12. Fehlt da sonst irgendwas? Offenes Gelände ist eine minus 1, die kriege ich aber auch. So eine 17, dann ist deine Moral höher mit 7, kriegst du eine minus 2, ist das nur noch eine 9? Die habe ich schon, genau. Ihr habt leichtes Fußvolk, Magier sind leichtes Fußvolk, oder naja, jetzt ist es eigentlich gemischtes Heer. Kriegt ihr eine minus 1, ne? Das ist gar nicht so gut. Kriegt auch nochmal eine minus 1 rein. Und ich bin schwere Kavallerie, ich bekomme auf dem offenen Gelände eine minus 7. Dann haben jetzt wir mal das. Jetzt mal ganz blöde Frage, mal, wenn du jetzt patzt, fällst du dann in den Graben? Dann, wenn ich patze, naja, dann rechnen wir halt eure gegen meine Proben auf und dann ja, würden die halt, die Verluste werden jetzt ganz massiv sein. So. Ich glaube, im Hafax-Regelwerk ist, wenn er packt, darf er nochmal 6 auf seine Erschwernis raufrechnen oder auf die Endergebnisprobe für den Feind quasi, was das Ergebnis begeht. Ich glaube, da ist nichts mit drin. So, dann schauen wir uns mal an.
Ihr dürft als erstes würfeln, eure Kriegsfußprobe. Die Q7? Ich muss mal überlegen. Magier sind Q6. Und Horatia auch. Genau, dann haben wir eine Q6 für Taeron. Kannst du ja dann nochmal oben auswählen bei den Helden. Da gehen wir kurz in Talente, Wissen, Kriegskunst. 15. Alles klar. Was ist das für eine Erleichterung oder Erschwernis? Minus 3, minus 3, minus 12, minus 1 sind 16, 18, 19. Erleichterung oder Erschwernis? Das ist eine Erleichterung von 19. Die müssen wir jetzt echt aufhalten. Ja. 15. 15, die für euch übrig bleiben. Na, maximal der Erschwernis und 31. So, dann habe ich eine minus 2, minus 3, plus 18, minus 7. 18, minus 7, minus 2, minus 3 sind eine minus. Ne, eine plus 6. Eine plus 6. Da kann Elch mal mit den Q7 Leuten würfeln. Die plus 6 ist eingetragen. Ah, okay. Muss ich auch nochmal plus irgendwas machen? Achso, nee, das ist jetzt Q3. Das muss jetzt ein Q7. Ein Q7-Herrmeister muss das sein. Ah, achso. Ha, okay. Ist das dein Ernst? Ups. Hast du Kacke gewürfelt? Ja, dezent. Wow. Ich hab jetzt 10, 19, 20. Ja, ich hab das gesehen. Ja, dann nochmal die plus 6er Erschwernis. Das heißt, ich habe keine 15 übrig, sondern nur 9. So, mir bleiben 9, euch bleiben 15. Differenz ist 6. Ja, ist es jetzt gut für uns, dass ich schlecht gewürfelt habe, oder gut für dich? Ist gut, das ist gut für euch. Ach, das ist ja schön. Ach so, stimmt, ich soll ja für euch, weil du Q7. Ah ja, okay, verstehe. So, ich habe eine Minus. Wir verlieren ca. 25 und er verliert ca. 70. Genau. 70% Verlust. 70. Moment, ich habe 20 Leute. 20 mal 0,7. Mal 0,33. Dann verliere ich 5 Elefanten. Tendo von. Die Elefanten als tot? Ja, 5 tote Elefanten. Von denen auch 5 verletzt sind und 5 fliehen, oder? Wie ist das bei den Untoten? Ja, die Kavallerie, das sind dann Leute von Galotta. Das sind Leute von Galotta und die sind dann in dem Fall Chimären oder sowas. Irgendwie so ein Blödsinn. Also einfach schwere Kavallerie, die sterben dann und der Rest läuft irgendwie weiter. Verletzt. Gut, damit habe ich hier zumindest schwere Kavallerie drin. Die mischen jetzt hier ordentlich drin herum. Und könnten jetzt versuchen, diese Flanke zu brechen. Wenn wir aber nicht machen, Leute, wie schaut's aus? Entweder wir holen die Kav rein oder unsere Truppen, die wir eh noch dastehen haben, unten im Wald. Lass die Kavallerie reinsprengen. Gut, also dann zumindest die Hälfte. Also, da sind ja 10, lass 6 davon je 3 die Elefanten angreifen und lass 4 in der Rückhand als Überraschung. So, was ihr jetzt oben erkennen könnt im Wald, ist, dass sich Infanterie im Wald bewegt und hier durch den Wald durchbricht. Also hier gehen die lang, gehen dann an dieser Kavallerie, die hier steht, geht die Infanterie vorbei und geht dann diesen Weg hier lang. Möchtet ihr darauf reagieren? Über deine Baustelle. Würden die meine Kavalleristen berühren oder laufen die dran vorbei? So wie du es gezeigt hast, laufen die dran vorbei. Die laufen dran vorbei. Abzusehen, wie viele das sind? Also ist da ein Ende in Sicht? Oder? Da ist auf alle Fälle ein Ende in Sicht. Das sind die Einheiten, die ich da jetzt reingezogen habe. 1, 2, 3, 4, 5 mal 200. 200.000. Ja, würde ich sagen, die sollten ja auch genau sowas reagieren, fallen die Kavalleristen aus dem Hinterhalt denen in die Flanke.
Dann kriegen wir den Hinterhaltbonus für den Überraschungsangriff. Auf alle Fälle. Hier ungefähr vielleicht? Wenn ja, die ja. Weiter kurz sind? Ja, sicher. Erst, die sollen in den Rücken fallen. Genau. Dann wird es auch, so sein, dass die Kavallerie von den anderen reagiert, versucht auch den in die Flanke zu reiten, aber dann können wir nochmal einen Kontraangriff machen und den nochmal in die Flanke reiten. Das ist eine Möglichkeit. Also diese vier, wir wissen ja, dass das schwere Kavallerie ist, halten wir zurück. Für die Kavallerie, die von denen kommen wird, um quasi die aufzuhalten. Und genau, meine Kavallerie kennt ihr ja und ihr könnt vermuten, dass die auch reinstürmen wird, wenn ihr da irgendwie Blödsinn macht. Wir stürmen den in die Flanke. Ich weiß nicht, ob es auch einen Flankenbonus gibt oder sowas. Auf jeden Fall den Überraschungsangriffbonus. Genau. Und halten diese vier Kavallerieeinheiten für deine Kavallerieeinheiten eiskalt zurück. Gut, damit um seid ihr dann in die Flanke zu fallen. Wie viele sind denn das? Das sind 50, ne? 1, 2, 100, 3, 200, 4, 350. 5, 6, 7. Genau, 7. 7 mal 5 sind 350 gegen 1000. Da habt ihr trotzdem immer noch die Unterzahl. Aber nur noch die 66er. Nee. Du hast völlig recht. Da müsste einer mitfallen für die 66er, ne? Wenn ich 100 habe und ihr habt 166, dann ist dann eine Überzahl von 66%. Und aktuell bitte ich euch 3 zu 1 überlegen. Also 300%. So. Ja, wie gesagt, ihr könnt dann hier drauf reagieren. Ihr werdet die beim ersten Mal nicht wegkriegen. Da werden auf alle Fälle viele fallen. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht alles auswürfeln. Ich gehe mal wieder so von 70, vielleicht ein bisschen mehr Prozent aus. Gebt mir nochmal bitte einen Q5-Würfel. Jawohl. Einen Q5-Würfel will ich mal haben. Da werden alle Punkte eigentlich werden wohl alle Punkte werden mit Erleichterung bleiben. Ja, genau, mit der Erleichterung durch den Hinterhalt bleiben 12 Punkte von mir und ich brauche einen Q2. Ein Q2, wer hat den? Du nennst auch Kessel. Den hat noch keiner. Dann nehme ich mir mal den übernehmen. Dann mach du mal Eigentümer löschen. Q2 ist freigegeben. Kriegskunst. Soll ich den nehmen? 5. Ah, ist schon. Ich hab den Cut. Gut, dann kannst du mal würfeln. Zack. 4. Doppelklick auf total. Oh yeah, baby. Der Crit. Oh, das ist Scheiße. Überraschend. Das heißt, von meinen 5 Punkten, damit mache ich euren Überzahl, Überzahl habt ihr sowieso nicht, damit mache ich euren Flankenangriff kaputt, keine Ahnung. Erzähl doch mal, Taeron, wie kommt es dazu, dass die Infanterie sich so sehr schnell dreht? Also was ist da passiert? Erzähl mal. Es ist eigentlich ganz einfach. Die bewegt sich nicht nach vorne, sondern zurück. Und es wird einfach neu formiert. So, dass quasi alle Untoten einen Block darstellen und dann versuchen, diese heranrückende Kavallerie zu umschließen dann. Ja, genau das ist geschehen. Zudem wird die Kavallerie von mir angreifen, das sollte ja sowieso passieren, wird dann ja in den nächsten Augenblicken passieren. Meine Kavallerie reitet rein. Na, und da kontern wir. Na klar, da kontern wir dann mit unserer zurückgehaltenen, genau für den Fall. Gut. Das ist dann noch 50% Überzahl, weil 400 gegen 200. Ja, das 400 gegen 200, ja. Da seid ihr wieder ziemlich gut im Bonus. Das ist einfach Q5 gegen Q5. Beides ist Kavallerie. Beides ist gleich gut. Alles klar, schau mal aus. Da seid ihr einfach in der Überzahl und zwar. Ja, das ist ziemlich bitter. Ziemlich bitter. Kriegen nochmal den Kriegskunst vorbereitet, also diesen Hinterhaltbonus und damit haben wir eine Chance, dass sollten wir deine Kavallerie besiegen, dass wir dann von hinten in die gebundenen
Ne, er kriegt ja sowieso erstmal eine Erleichterung von minus 12. Ich habe jetzt eine plus 18 nochmal drin. Gib mir nochmal eine weitere Q5-Probe. Das ist jetzt die für den Feind. Oha. Moment. Boah, besser. Okay. Dann ist unentschieden. Das heißt, die verbeißen sich ineinander und bei 0 gegen 0 sind ja 46% fallen von euch und 46% fallen von mir. Das ist natürlich gar nicht so gut. Warum? Naja, weil ich hab 400 Leute und ihr habt auch 400 Leute, ne? Nein, wir haben 200. Das war 50% Überzahlbonus hast du. Achso, ich hatte den. Ich dachte, ihr hattet den. Ne, okay. Nein. Dann ist das nicht so gut für mich. Dann verliere ich mehr. Dann streiche ich mir mal diese Kavallerie und dann nehme ich euch mal diese beiden. Einfach mal genommen. Ne? Dann können die sich da verbeißen, können dann miteinander kämpfen und wenn dann nichts weiter passiert, werdet ihr höchstwahrscheinlich... Oh, müsstet ihr darauf reagieren. Wollt ihr euren zweiten Hinterhalt auslösen? Ich schicke nochmal in deren Rücken 50 Mann. Kavallerie. 50. Gut, dann habt ihr jetzt 150 gegen 200. Sie sind umzingelt oder sowas, falls das einen Bonus bringt. Ja, das ist wieder nur ein Hinterhalt. Also eine DRP-Stern 3 Drittel. Eine Kriegskunstprobe könnte noch weiter übernommen werden. Wir würfeln wieder zwei Q5-Proben. Das macht wieder Elch. Die erste ist eure. Das wird wahrscheinlich auch wieder so eine Plus-Minus-Null sein, so ein Hauen und Stechen, ne? So wie die ich die Würfel gerade interpretiere. Die erste habe ich mit maximaler Schmerz von 8 gepackt, also 7, 19, 1. Und die nächste ist deine, die 18, 15, 2. Genau, einmal 8 Punkte und einmal 9 Punkte. Und ich bin immer noch leicht in der Überzahl. Dementsprechend, ja, könnt ihr die Kavallerie weiter ausdünnen, aber von euch fallen welche und von mir fallen welche. Ich nehme einfach mal meine Kavallerie von Feld und eure beiden. Ich glaube, das ist fair. Und wenn ihr nichts weiter tut, dann wird die Infanterie dann den Rest eurer Kavallerie vernichten. Nee, das wollen wir natürlich nicht zulassen, ja. Zähne knirschend. Den Rest rein. Damit die sich hier wieder sammeln können. Okay. Müssen wir, glaube ich, nicht auswürfeln. Das ist so das, was ihr tut, das ist so das, was ihr reagiert. Taeron, sag mal, was passiert hier oben mit der Basaltfaust und mit den Alanfanern? Bleiben die da stehen oder gehen die jetzt auf Drachenjagd? Nein, die sollen nicht auf Drachenjagd gehen. Aber können die Pioniere in diese Flanke fallen? Ja, ohne Probleme. Pioniere sind auch nicht zum Kämpfen da. Das sind zwar Zwerge, aber die sind eher zum Schanzen gedacht. Und da könntet ihr dann die eigentlich so nebenbei mal auslöschen. Das würde ich gestatten, da muss auch, glaube ich, nicht gewürfelt werden. Das dauert ein bisschen. Hört sich das doof an? Hört sich das nicht doof an? Du gibst halt damit die Preise, ne? Damit weiß dann der Feind, dass sie da sind. Und die Drachenreiter wissen auch Bescheid. Dann, ich lasse es. Die werden nicht preisgegeben. Wollt ihr weiter warten oder ja, wollt ihr jetzt versuchen zu schleichen? Wollt ihr versuchen, an den Drachenreitern vorbeizukommen? Ich würde erstmal wissen wollen, wie viele Kavalleristen hier rauskommen. Der Geschichte. Dann hätte ich gern gewusst, was hier passiert. Moment, wo? Und ich würde... Hier. Erstmal nichts. Also, wie gesagt, das verdichtet sich alles. Wir haben ja ganz am Anfang Infanterie gegen Infanterie ausgewürfelt. Da passiert ganz lange nichts. Da sterben ein paar und das verdichtet sich hier. Ansonsten würde ich die Torwaller schleichend losschicken mit den Helden, glaube ich. Okay. Auch bei der Dukatengarde könnten einige Helden dabei sein. Übrigens, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, hier die Pferdereiter. Die da auch gegenreiten gegen die schwere Kaffee, also gegen die Tento. In deine eigene Einheit? Ach, ja, stimmt. Also ich kann das, ihr könnt das nicht. Ja, das ist richtig. Wir haben nicht so viel. Sonst geht die Moral bei euch kaputt. Sind, ja. Aber es sind doch ausgebildete Krieger und Ritter, ne?
Die könnten absteigen und dann sich ranstürmen, also dann sich durchdrängen. Soll die Infanterie, die drei, nicht eher sich zurückziehen, solange sie noch geordnet das vermag? Kannst du ein Fenster öffnen für die Kavallerie? Das wäre ja gut. Ja, es wäre auch Entscheidung, aber klingt gut. Oder vielleicht ja, die zentrale Infanterie. Ja, die zentrale Infanterie nicht. Oder dass man diese Infanterieeinheit nimmt, dann hier runterzieht, damit die drei hier eingreifen können. Genau das machen wir so. Weil wenn diese schwere Kavallerieeinheit wegfällt, dann kann man später die noch wegziehen und hier rüber. Öffnen. Ja, das ist wohl richtig, aber wir müssen auch nochmal schauen, dass allgemein Spannung auch enthalten wird. Ja. Gut, wie geht's jetzt weiter? Alles klar, die Kaff fällt da ein, nachdem sich die anderen zugezogen haben. Wo? Hier. Gut, das heißt, ihr zieht jetzt auf der linken Seite zurück. Linken? Unten. Also, ja, wenn wir schießen hier, nehmt ihr jetzt weg. Und genau, die zwei, die da waren, lassen wir zurückfallen, schräg, um eine Schneise sich öffnen zu lassen. Und dann stirbt ihr mit Kavallerie da rein. Genau. Gut. Eure schwere... Das ist das leichte Kavallerie, ne? Schwere. Normale. Ja, es ist leichte Reiterei. Gegen meine schwere Reiterei. Also, was ich habe, ist halt schwer. Das sind dann halt irgendwelche riesigen Elefanten mit vielen Rüsseln. Das ist schwer. Und ihr habt halt Pferde. Das ist leichte Reiterei. Das sind jetzt keine Spezialkräfte gewesen. Ihr habt eine Überzahl gegen meine Elefanten, das heißt, ihr habt eine minus 12, ich habe eine plus 18. Ich habe eine 7, ihr habt eine 5. Das sind 2 mal 2 Punkte und 2 mal 3 Punkte für mich Erleichterung. Moment. 2 mal 2 sind 4 und 2 mal 3 sind 6. Das ist noch schon mal eine minus 10. Ich kriege aber eine plus 18 für Unterzahl. Was habt ihr noch? Naja, was haben wir noch? Gute Frage. Wir haben immer noch die Magier im Hintergrund. Ich behaupte, dass sie da immer noch mitwirken. Das ist das sicher. Und die könnt ihr gerne machen. Auch. Dann ist es aber ein gemischtes Heer und keine leichte Reiterei. Gibt es da nicht den Stadt, dass du sie kämpfen lässt, sie dir einen Bonus geben? Auf der rechten Seite, magische Unterstützung, die Ressourcenstufe. Mhm. Würde ich stattdessen sagen. Okay. Schließen sich also irgendwie, zumindest in diesem Hauen und Schlechen, dem ersten, schließen sie sich kurz der leichten Kaff an. Dann entferne ich einfach mal die... Aus der 4 wird nur eine 2, dann bin ich bei einer... Aktuell bin ich bei einer plus 1. Welche Qualitätsstufe haben deine Reiter? Deine Schwestern? 7. Ich bin bei einer 7, ihr seid bei einer 5. Bei beiden bin ich nicht mit dabei. Ich mach mal kurz was zu trinken. Gut, dann werde ich wahrscheinlich jetzt würfeln. Wird die magische Unterstützung sowas sein, wie auf die Tendofanten hier plötzlich findet? Unter anderem, also welche Zauber das dann genau sind, das wird dann im Einzelnen nicht geklärt. Da wird eine ganze Menge dabei sein. Würfeln wir mal erstmal eure Probe. Das ist eine... Q5. Q5. 13. Boah. Gib mir mal eine Q7 mit einem Erschwernismodifikator von plus 1. Ich werde weiter Leute verlieren. Sehr gut. Dann habe ich 17 Sterne über. 17 gegen eure 12 sind 5 Punkte. Dann verliere ich 25%. 15 Elefanten hatte ich noch. Also 0,125. Mal 0,15 sind 2 Elefanten, die wieder sterben.
Wie ist das bei euch? Wie viele Reiter haben wir? 50, ne? Ja. 50 und ihr habt eine minus 5, das ist für 65%. Also 50 Reiter mal 0,65 sind 30 und davon ein Drittel sind 10. 11. 11 Leute, die sterben. Ja, 11. Also 10, egal. 11. Aufgrund der 11. Aber ihr kommt mit eurer Kavallerie nicht dran vorbei. Haben sich da verbissen. Obwohl ihr geöffnet habt. Tja. Da würden wir aber von der Seite auch nochmal die Horasier reinflanken. Von welcher Seite? Von oben. Ach so, von oben, ne? Ja, stimmt. Das sind, mit Balestrina sind die ausgerüstet. Die... Ja. Würde ich erlauben, dann könnt ihr meinetwegen die Kavallerie verlichten. Würde ich euch gestatten, das müssen wir nicht auswürfeln, aber dafür nehme ich euch auch die Horasia weg. Wenn die sich umdrehen und schießen und ihre Musketen stopfen, dann brechen die weg. Und werden die von der Infanterie überrascht. Ja, das war's wert. Und jetzt ist es ganz wichtig, Kraft zurückziehen und wieder auffüllen mit Infanterie. Oder nicht? Ne? Doch, passt schon. Doch. Doch, doch. Und genau so. Gut. Ja, wie gesagt, es geht hier in der Mitte, geht's nicht wirklich voran. Und die Frage ist, was macht ihr weiter oben? Wie sieht's denn oben aus gerade? Immer mal eine Ist-Situation. Es gibt ein Hauen und Stechen gegen diese sehr Awareness Untoten. Ja, die haben ja nochmal 250, also die haben ja nochmal Reiterverstärkung bekommen gerade, wie blöde, also unsere von der Seite. Dann habe ich euch ein paar Reiter genommen und ihr habt meine Infanterie vernichtet. Gegen 400 Reiter und 1000 Infanterie war das fast wert, auch wenn es scheiße im Ausgang war. Wir wissen allerdings nicht, was hier ist. Wir werden es gleich wissen, wir schicken einen Spähen. Und die anderen sich hier wieder sammeln. Gut. Dann könnt ihr jetzt erkennen, wie sich oben die Drachen bewegen. Und zwar an den Hügeln vorbei. Gebt mir mal eine Sinnschärfe. Ihr habt Q5. Da ja, müsste ich jetzt Q5 einmal eine Sinnschärfeprobe gegen die Drachenjäger. Die haben welche Qualitätsstufe? Eigentlich 7. Und das werden sie mit dem Wurf werden sie das nicht schaffen. Das heißt, die Drachenjäger kommen ohne Probleme, kommen sie hier vorbei. Tut mir leid. Tja. Was der Speer mitbekommt, ist, dass jetzt Spezialkräfte von mir durchbrechen, und zwar die toprischen Hunde. Die Information bekommt ihr, aber ihr verliert euren Speer. Die Hunde selber haben die Aufgabe, einmal hier in diesen Wald rein, bis hier rein. Hier gibt's nichts mehr, da ist alles aufgeräumt, ihr habt euch zurückgezogen und die Hunde sollen jetzt hier rüberlaufen. Verschwinden also über diese kurze kleine Schanze in dem nächsten Waldstück. Das ist doch sehr gut für uns. Potenziell. Also ich würde jetzt, Leute, ich würde das jetzt nutzen und durchbrechen auf der Rückseite. Mit denen? Ja, mit denen. Da würde ich auch sagen. Gut. Dann trefft ihr hier oben auf Pioniere. Die haben hier natürlich auch geschanzt und haben hier Löcher gebuddelt. Und ihr habt einen Wassergraben vor euch. Ich brauche bitte mal eine Reitenprobe von eurer Q5-Reiterei. Gegen die 7. Also plus 7, schauen wir mal, was geht. Ich glaube, Reiten ist keine Grundfähigkeit, oder? Reiten ist keine Grundfähigkeit. Geht, glaube ich, auch auf Mut, Konst, die Körperkraft. Die Werte sind ja, du kannst auch 3W20 reinschmeißen, die Werte sind ja alle gleich. Sind ja immer 15, 15, 15. Kann auch Taeron machen, wenn er mag. Ich habe Q6. Ja, du kannst auch einfach deinen Würfel von unten nehmen. Nimmst dir den W20. Das wird nix. Wieso? Talentwert 12?
Plus 7? Ist doch möglich. Ja, 18, 19, 20. Würfel mal. Taira. Hab ich schon. Hast du schon? Also, nee. Taira? Ich bin Q5. Ja, ich weiß. Dann würfel. Also, trag ein oder einfach 3W20. Immer in die Chatbox. Da ist was. Sieht gut aus. So, da behaltet ihr alle Punkte übrig. Das heißt, ihr kommt über die Pioniere rüber. Die blockieren euch nicht. Und ihr steht vor einem Drachenreiter. Der ist Q2. Also sind zwei Leute. Mit Q2, sagtest du. Meine Idee ist jetzt 4 auf den Drachenreiter drauf, 2 auf diese Rune. Okay. Da würde ich auch sagen, 4 Binden. Genau so, Breu, genau. Genau, 4 Binden, reiten vor zum Binden, der Drachenreiter, 2 Flanken drumherum und holen sich die Rune. Okay. Ja, Mission erfüllt, würde ich sagen. Also, ich glaube, wir müssen jetzt so einen Q7-Kampf gegen ganz, ganz viele Kavallerie Q5 müssen wir nicht auswürfeln. Erfüllt. Geschafft. Also wir haben den Drachenreiter. Drachenreiter, aber dann wahrscheinlich auch 2 weg, oder? 2 Einheiten. Ja, also meinetwegen streicht euch halt noch ein paar Kavalleristen, gesprungen. Was macht ihr mit den anderen 4? Was machen die danach? Frage ist, was steht hier noch und wie reagiert es? Viel Infanterie. Viel geht kaputt. Du hast aber auch hier hinter der Brücke hast du noch eine ganze Menge und die rücken nach. Also wirklich durch den Kessel, das wird schwer. Vor allem kannst du Rassasor erkennen. Rassasor, der schwarze Drache, steht, fliegt in der Luft, hat auch einen weiteren untoten General dabei, einen weiteren Perldrachen an seiner Seite und das wird jetzt ziemlich brutal. Da werdet ihr nochmal Bericht erstatten müssen, wenn ihr durchkommt. Die werden sich auf denselben Weg zurückziehen, um Bericht erstatten zu können. Weil woanders kommen die ja nicht lang. Und mit Rassasor anlegen will sich ja auch keiner. Richtig, das wollen wir nicht, das lohnt sich auch nicht. Das wäre auf verlorenen Posten. Macht mal einer die Rune weg. Das muss Frosty machen. Also, ja. Gut. Da bricht eine ganze Ecke zusammen, gerade an der Front. Richtig. Das ist sehr, sehr gut. Und wir haben hier oben Drachenreiter, die versuchen eure Infanterie oben im Norden. Die ist ja versteckt. Ja, das ist richtig. Kavallerie im Hinterhalt. Dann mache ich halt die Häuser kaputt. Ich werde die, zumindest irgendwann werde ich die entdecken. Wenn ich mit meinen Drachenreitern da reingehe, es sei denn, ihr könnt natürlich auch rauschargen, auch da wird es wieder Verluste geben. Die würden dann rauschargen, das geht ja trotzdem als Überraschungsangriff. Ja. Je 4 pro Einheit. Plus der Überraschungsangriff-Bonus, das ist das Einzige, was ihnen überhaupt eine Chance gibt. Und dann wird es dann miese Verluste geben auf beiden Seiten. Vermutlich wird es so aussehen wie vorhin. Aber dann, ich glaube, damit können wir auch diesen Teil sein lassen. Ihr habt zumindest einen guten Erfolg abbekommen. Aroka-Runa ist weg. Zumindest die auf der einen Seite. Die andere habt ihr gar nicht bemüht. Ein Hauen und Stechen. Ja, die Torwall haben wir ja losgeschickt mit den Helden. Aber das wäre, glaube ich, ein Abenteuer. Das ist natürlich ein Abenteuer. Können wir natürlich auch noch gucken, was passiert, wenn man sich irgendwie oben dann den Basaltfäusten anschließt. Ich glaube, da ist nicht so viel Action. Aber auf alle Fälle könnte man dann mit den Torwallern mal versuchen, die andere Aroka-Rune zu bekommen. Und ja, damit kann ich zumindest. Ich stelle mir das schon so vor, dass wenn du die Helden in die Taktikbesprechung holst und sagst, morgen wird es soweit sein, ja, wir werden sie aufs Feld führen, das ist der vorgehaltete Plan, dann kannst du erklären, welche 2 Spezialeinheiten vorgesehen sind, sich die Runen zu holen und welche sich die dann anschließen wollen. Genau. Und dann weißt du ja schon, dass wenn sie sich den Reitern anschließen, sie am Ende Erfolg haben werden und wenn sie sich den Torwallern anschließen, dass es noch im Grün steht. Richtig. Ja, die Schlacht selber wird 1,5 Tage dauern und nach dem nächsten Tage, wie gesagt, wir haben oben eine riesige Wolke und in dieser Wolke sitzt die Festung Kolakai, herausgerissenes Herz von Yol Gurmak. Was damit es dann auf sich hat, könnt ihr nachlesen oder ihr schaut euch das dann an, wenn es soweit ist. Aber der Weltenbrand von Agrimod wird entfesselt.